Ui! Ui, ui, ui! Freunde! Merkt ihr was? Ein Vlog, der im Autowagen beginnt. Herzlich willkommen in Vlog Nummer 313. 313. Heute ist Dienstag, der 11. Oktober. So, ich jubel jetzt, das hatte ich eigentlich im letzten Vlog am Ende vor, also gestern. Fahr jetzt eben Vlies holen. Das habe ich nämlich gestern gewollt, habe ich ja auch gesagt, mache ich noch. Habe ich aber nicht geschafft, weil der verkackte Autowagen nicht anspringen wollte. Die also scheiß Mistkacke, Dreckskarre. Scheiße. Naja, und dann musste ich los. Es war niemand hier, mit dem ich das eben hätte anschleppen können. Und dann musste ich los zum Baggern. Habt ihr am Ende des letzten Videos, 312, vielleicht ja gesehen, wenn ihr es gesehen habt. Also fahre ich jetzt los, hol ein Vlies, damit wir das heute Mittag noch zumachen können. Mirko ist unterwegs mit der Messerwalze, den restlichen Maisstummel kaputt machen. Vater lädt Kartoffeln auf für Witzendorf. Ina macht Drucke für den Online-Shop. Wenn ich zurück bin, jetzt ist 10, Viertel nach 10 schon. Wenn ich zurück bin, dann fange ich an mit Packen. Und ich habe jetzt die Kartoffeln, die Glorietta online gestellt, im Online-Shop. Wer Bock auf Glorietta-Kartoffeln hat, im Online-Shop sind die jetzt verfügbar. 2,5 Kilo und 10 Kilo. Warum ist denn der Spiegel eingeklappt? Also, Kartoffeln sind da. Könnt ihr gerne bestellen, wenn ihr Bock habt. Ein paar Produkte sind aktuell nicht auf Lager. Da kümmere ich mich jetzt im Laufe der Woche drum, dass das alles wieder da sein wird. Da ist. Bis gleich. Ja, gut, was los gerade? Und Meister angeliefert wird auch noch hier. So, aber ich habe, was ich brauche. Ich habe ein Vlies, der habe jetzt 12x25 genommen. Das ist nicht ganz genug in die 25 Meter, aber jetzt noch 25 Meter, weil 5 Meter fehlen, ist irgendwie auch doof. Wollte ich dann nicht machen. Entweder schieben wir das ein bisschen zur anderen Seite oder wir legen da am Ende dann die letzten paar Meter noch ein altes Silonetz rüber. Aber das ist auch gut. Scheiß drauf. Also, heim jetzt. Mann, das hat gedauert jetzt. Wie spät? Ich weiß gar nicht, ob die Uhr da richtig läuft. Thank you.
Messerwalze. Mit den 6 Meter schafft das auch ganz gut Fläche. Und das sieht auch ganz ordentlich aus. Ich meine, da hast du immer noch was, was mal ganz bleibt, aber mit dem Mulcher so viel geiler ist das denn auch nicht. Und das hier ist natürlich deutlich spritsparender und natürlich auch viel schneller. So, ich habe einen Junior eben hergefahren, der wollte im Moment mitfahren. Und jetzt fahre ich wieder nach Hause ins Büro. Ist wie es ist. Hui, moinsen, Mittwoch, 12. Oktober. Ich habe gerade eben Kartons geholt. Ina hat hier Präsentkörbe gepackt. Und Ina druckt. Und Ina stickt. Und ich? Ja, ich packe weiter. Hat mir mega Spaß gemacht gestern, der Livestream. Oh Mann, fällt mir der Zettel noch runter. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Machen wir jetzt öfter. Weiter geht's. Später. Zack. So, und schon sitze ich im Pampersbomber. Das ist jetzt 20 vor 11. Und der Postbüdel war schon da. Also habe ich mir überlegt, erledigen wir erstmal was anderes. Packen kann ich dann ja morgen Vormittag. Ja, morgen Vormittag geht es weiter mit Packen, damit die restlichen Bestellungen abgearbeitet sind. Weil was ich jetzt ab jetzt packe, wird sowieso erst morgen abgeholt. Von daher ist es nicht so schlimm. Ich hatte schon schnell heute Morgen als erstes bei Jan Bescheid gesagt, dass ich noch ein bisschen was brauche an Gewürz. Wer gestern im Stream dazu geguckt hat, der weiß, dass mir da ein Fauxpas passiert ist im Bestand. Und deshalb fahre ich da jetzt schnell hin und hole das. Damit ich dann diese eine Bestellung, die da noch offen ist, auch morgen mit rausschicken kann und außerdem natürlich überhaupt erstmal den Bestand wieder aufgefüllt habe. Teufel, das ist mir echt entgangen. Also da habe ich echt Mist gebaut, aber das ist der stressigen Zeit in der Ernte geschuldet. Shit happens. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt ein Tag, ja. Es tut mir leid, falls du siehst, tut mir leid, dass dein Paket jetzt nicht heute rausgegangen ist. Morgen geht's raus. So, Abflug. In Fachkreisen habe ich munkeln gehört, dass er Kaffee ausgeben möchte. Und ich habe auch noch Kartoffeln für ihn mit, die muss ich auch noch abgeben. Ich habe was vergessen, ich muss noch einmal zum Lager und zeige ich euch sofort. Jan hat was Geiles Neues in seinem Online-Shop. Ich bin gespannt, ich werde es gleich probieren. Beef Jerky. Sergeant Prepper. Voll geil. Bin gespannt, wie es schmeckt. Hat er in seinem Shop bei Rapsburg kaufen, wer da Bock drauf hat. Kann auch reingucken. So, jetzt noch mal einmal zum Lager und dann aber schnell nach Hause. Jetzt ist er schon 11:30, jetzt muss ich Gas geben. So, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Haben neue Produkte. Nee, gleiche Produkte, aber jetzt extra noch in anderen Gebinden. Zeige ich euch später. Kann ich jetzt nicht zeigen. Ist im Kofferraum. So, aber ich würde mir jetzt erstmal hier auf dem Rückweg Beef Jerky reinfüllen.
nochmal da, ganz kurz nur, ich habe mal eben kurz mit Jan gesprochen, das ist so neu, das kennt noch keiner. Das ist noch gar nicht im Online-Shop. Nächste Woche, sagt er gerade, geht das online. Also, falls da jemand gerade Bock drauf hatte, von heute aus gesehen, nächste Woche, ich weiß noch gar nicht, wann dieses Video online kommt. Nächste Woche hat es. So, rote Ampel. Hui, Moinsen, Donnerstag, 13. Dings. Oktober. 13. Oktober. Tierarzt kommt gleich. Schafe impfen. Und ich sage euch, hier sind zwei Parteien. Schlau, bisschen weniger schlau. Zu schlau. Er ist zu schlau. Die Kamerun gehen noch. Er, der alte Bock, zu schlau. Okay, nicht. Gibt's das? Glaubst du das? Komm mal her. Ja, guck mal hier, lecker. Super lecker. Ah, die Kamera hält sich nicht. Ah, jetzt ist er hier. Moment. So, zur Abwechslung mal wieder Pampers Bomber. Das muss jetzt noch reichen, der Sprit. Keine Zeit, um noch zu tanken. Jetzt haben wir es. 13.26 Uhr. Nach dem Schafeimpfen war ich im Büro und oder Lager, oder beides, ist ja beides, ist ja alles. Und habe gepackt und da habe ich auch live gestreamt. Also wer von euch dabei war, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Spontan Vormittagsstream bepacken. Hatte ich ja schon mal angekündigt. Da kam jetzt gerade eben auch schon ein Kommentar. Ja, meins ist das nicht. So hatte jemand geschrieben. Ist ja auch nicht schlimm. Muss ja auch nicht. Es muss ja niemand zugucken. Im Stream, da fahre ich mir schnell vorweg. Im Stream habe ich auch gesagt, dass also es wird eventuell nächste Woche nochmal ein Schlepperstream kommen, aber nur eventuell. Ich weiß es noch nicht, ob das klappt. Das ist alles nächste Woche von der Zeit her ein bisschen kritischer, das alles einzutakten. Aber wenn alles so klappt, wie ich das aktuell plane, will ich eigentlich Donnerstag Roggen drillen. Zumindest den 15 Hektar Schlag. Und dann würde ich, wenn das so klappt, dann auch nochmal eben für einen Moment den Stream anschmeißen, aber nur eine GoPro-Handy-Attacke. Also jetzt kein großes Gebamse, keine große Technik aufbauen. Erstens schaffe ich das nicht, weil das alles auseinandergebaut ist aktuell. Und zweitens, ja, die Kamera, die anderen Kameras, die sind im Büro eingebaut für die Streams, damit man da mehrere Ansichten hat. Und zum anderen fehlt dann auch dafür leider die Zeit. Mal schauen, aber irgendwie kriegen wir das, denke ich, mal hin. Das dazu. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Schlachter. Habe ich das schon gesagt? Wollte ich das mal sagen? Auf dem Weg zum Schlachter Ware holen. Ina hat heute Vormittag, die war richtig fleißig, zusammen mit meiner Schwiegermutter und meiner Mutter haben die Häppchen geschmiert. Heute Abend haben wir im Café eine Veranstaltung ab ca. 19 Uhr. Da gibt es Bier und Häppchen im Stehen. Witzigerweise, da waren irgendwie 30 Leute angemeldet. Und wir hatten demjenigen, der das gebucht hat, auch gesagt, bis 35 sitzen ist kein Problem und mehr geht halt nicht. Mehr passt halt nicht mehr rein. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass das Wetter dann gut ist heute Abend, dass man draußen sitzen kann. Abgesehen davon, selbst wenn es trocken bleibt, ist es ja dann auch schon meist ein bisschen zu frisch, um draußen zu sitzen. Naja, long story short, waren dann auf einmal, haben die dann so viel mehr Anmeldungen reinbekommen, dass wir jetzt dann gestern Björn und ich alle Tische rausgeschleppt haben, alle Stühle raus und Stehtische rein. Und dann wird es jetzt halt eine Stehveranstaltung. Ja, ist denn so. Also wir haben es gesagt, dann geht das nicht anders, aber die haben gesagt, das soll dann trotzdem so stattfinden, ist alles gut. Also machen wir das so. Ja, und Ina hat dann, wie gesagt, da die Brote für gemacht, hat gestern noch einen Fleischsalat selber gemacht dafür und was nicht alles. Eigentlich sollte das soweit schon alles vorbereitet sein. Morgen haben wir noch eine Gruppe zum Kaffee im Café. Ich glaube 15 Uhr, wenn ich das richtig weiß. Und da ist Ina dann heute Nachmittag bei und backt die Torten. Deshalb fahre ich jetzt schnell zum Schlachter. Ich wollte sonst später fahren, aber jetzt macht Ina noch eben Hausaufgaben mit dem Junior. Und danach geht Ina dann wieder in die Produktion, macht Kuchen und ich übernehme die Kinder. So, und was ich auch im Stream schon erzählt hatte, und dann knipse ich wieder aus, nicht, dass ich euch langweile, was ich im Stream schon erzählt hatte, Mirko ist aktuell noch beim Nachbarn, beim Grashäckseln mit unserem 818 und
Häckselwagen aus unserer Maschinengemeinschaft. Die haben gestern Spätnachmittag irgendwann angefangen und werden dann wohl heute Nachmittag irgendwann fertig. Je nachdem, wann die fertig werden, kann Mirko dann eigentlich schon den Tiger anbauen. Dann wollen wir einen 15 Hektar Schlag, den ich nächste Woche eigentlich drehen will, mit dem Tiger durchziehen. Ich habe den, der ist ja auch in der Maschinengemeinschaft, der hat gesagt, ich hätte den ganz gerne morgen den ganzen Tag. Aber wenn der jetzt, ich glaube, den hat im Moment keiner, dann können wir eigentlich heute Nachmittag schon anfangen. Ja, das dazu. Fadan ist mit dem 716 heute Vormittag unterwegs gewesen. Stilllegung drillen, 2 Hektar, 2x 1 Hektar. Also ein bisschen mehr ist es, der eine ist 1, ist auch egal. 2 Hektar. Dass das schon mal erstmal fertig ist. Und heute Nachmittag steht Wietzendorf-Tour an für ihn. Ja, und ich bin halt auf dem Hof mit den Kindern zugegangen, zwischendurch im Büro ein bisschen weitermachen, soweit, dass ich die Kinder zumindest dabei im Blick habe, aus dem Fenster, und wenn nicht, muss ich wieder raus. Also werde das jetzt damit nicht ganz viel mehr schaffen, und dann geht es dann morgen früh. Morgen ist Freitag. Theoretisch packe ich dann morgen früh den Rest fertig, ja. Sollte so hinhauen. Was steht denn morgen noch an? Ich kann jetzt nicht im Kalender gucken, der ist im Handy. Während der Fahrt nicht aufs Handy gucken. Ganz wichtig. Ja. Wenn es mir einfällt, knipse ich gleich noch an, und ansonsten seht ihr ja dann morgen, was morgen ist. Achso, eins noch. Ich habe jetzt heute Vormittag gestreamt aus zwei Gründen. Ach, das wollte ich auch noch eben ganz kurz zur Erklärung eben da lassen. Ich habe aus zwei Gründen heute Vormittag gestreamt. Erster Grund, ich hatte Bock drauf und ich wollte euch mal zeigen, wie das läuft, weil diejenigen von euch, unter euch, die bei Twitch letztes Jahr nicht zugeguckt haben, die kannten das ja noch nicht. Das ist der Grund, weil das soll auch mal häufiger passieren, aber eigentlich noch nicht im Oktober, sondern eher Richtung November, Dezember, wenn wirklich mehr Ruhe ist. Und das andere ist, ich hatte eigentlich gedacht, heute Abend noch mal einen kleinen Stream anzuschmeißen, aber das klappt ja nur wegen der Veranstaltung nicht. Ja, und so haben wir das, glaube ich, auch ganz gut abgearbeitet. Neue Cam hängt, jetzt haben wir 3 Cams beim Livestream. Die Alerts, die ich eingebaut habe, funktionieren jetzt auch. Da fehlt noch ein bisschen was, aber es funktioniert auch. Also eigentlich rundum eigentlich ganz gut gelaufen. So, jetzt aber aus die Maus, ab zum Schlachter. So, das sieht auf der Kamera jetzt natürlich sehr dunkel aus, aber ne, das sieht sehr dunkel aus. So dunkel ist es nicht. Jetzt kommen gleich noch hier, sind Teelichter auf den Tischen, die machen wir gleich noch an. Man kann es aushalten in einer leichten Jacke, also das ist jetzt nicht kalt, und noch ist es auch trocken. Mal schauen, wie es läuft. Jo, also kann losgehen. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Kurz nach 7. Ja, 10 Minuten, Viertelstunde werden sie wohl ankommen. Hui, Freitag, 14. Oktober. Ich bin jetzt hier noch die letzten Bestellungen am fertig machen. Ich denke, dass ich alles schaffe. Noch ein bisschen Zeit. Wir haben das jetzt, wie spät ist das jetzt? Ah, 20 vor 9. Der Vlog geht zu Ende. Also das ist ein kurzer Infovlog, damit wir die Timeline quasi aufrechterhalten, dass wir hier nicht zu alt werden. Ne? Ja, also heute, ich werde nachher noch einmal Netze auf den Rest von den Stärkekartoffeln raufziehen. Wahrscheinlich mit Mirko zusammen mal gucken. Mirko ist jetzt unterwegs mit einem Tiger, 818 und Horsch Tiger. 15 Hektar Land, hatte ich ja schon erzählt, durchziehen. Da soll dann nächste Woche der Roggen rein. Da wollen wir noch ein bisschen grubbern, damit wir dann die Winterbegrünung raufkriegen. Noch ein bisschen Zwischenfrucht in der Erde bringen, aber nichts Weltbewegendes. Und ich, wie gesagt, bis heute Mittag, bis der Postbüdel kommt, packe hier weiter. Ganz kurz noch ein, zwei Sätze zu den Streams. Also wer das nicht gucken möchte, muss das natürlich nicht gucken. Also fühlt euch da nicht irgendwie genötigt, überall reinzuklicken. Die Vlogs gehen ganz normal weiter. Und ihr seht ja, ist das live oder ist es ein Vlog? Alleine schon am Titel und am Titelbild und so ist das zu erkennen. Also sollte das eigentlich nicht so ein Problem sein. Der nächste Stream, nächste Woche. Jetzt, dieses Wochenende, werde ich es nicht mehr schaffen. Nicht mehr geschafft haben. Ich weiß gar nicht, wann ihr dieses Video seht. Sonntag, schätze ich. Samstag oder Sonntag. Mal gucken, wie ich das schaffe. Und dann nächste Woche geht es dann frisch, fröhlich, frei weiter. Nächste Woche wird auch ein bisschen interessanter, glaube ich, der Vlog.
Könnte doch durchaus. Wir haben viele nachgefragt, was passieren wird. Also bin gespannt, was ihr dann sagt. Also, Dankeschön, bis zum Rhein. Nächsten Mal. Ach, bis zum Reinhauen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal reinhauen. Wirsing. So. Pakete.